White Turf 2016. Weit und breit kein See, aber 59 Tage vor dem ersten Renntag ist es auch hier im Flachland ganz schön weiß und frisch. Also so gesehen beste Voraussetzungen, die Pferde für den großen Event auf Schnee vorzubereiten. Oder etwa nicht, Andreas Scherrer? Ja, absolut. Du hast absolut recht. Wir haben noch etwas Zeit. Wir haben jetzt den 10. Dezember, aber die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Wir sind auf Kurs. Ein junger Trainer, früher selber mit seinem Trainer in St. Moritz, mittlerweile zum alten White Turf Hasen geworden und auch in diesem Jahr wieder einer der Trainer, die gerne gesehen sind in St. Moritz und auch sehr erfolgreich unterwegs sind. Läuft alles gut bei dir im Stall? Ja, bis anhin schon. Es ist halt immer eine Frage, wie man da arbeiten kann. Wir arbeiten die Pferde ja im Winter und bis jetzt sind die Bedingungen hervorragend. Wir haben ja im letzten Jahr am White Turf 2015 zwei ganz spezielle Highlights gesehen. Zum einen den Night Turf und zum anderen die Hürdentrophy zusammen mit Arosa. Und wir haben hier heute den Champion, der bei dir im Stall steht. Wie geht es ihm? Es geht ihm hervorragend. Er hat jetzt ein bisschen pausiert, absichtlich, damit ich ihn sukzessiv vorbereiten kann für seinen Auftritt am White Turf. Die Pferde hier laufen ja die meisten das ganze Jahr über auf Gras. Muss man denn als Trainer den Trainingsplan umstellen jetzt für die Rennen auf Schnee? Nicht grundsätzlich. Es kommt vor allem auf die Schneeeignung des einzelnen Pferdes drauf an. Wir trainieren ja auf Sand. Das ist relativ tief zum Teil. Und dann haben wir eine Alternative, eine Holzschnitzelbahn, die auch relativ tief ist. Das heißt ähnliche Bedingungen wie auf Schnee. Du hast gesagt, die Eignung. Wann entscheidet denn ein Trainer und wie vor allem, ob ein Pferd für den Schnee geeignet ist oder nicht? Gut, grundsätzlich muss man sagen, das optimale Schneepferd, das wurde noch nicht erfunden. Man wird immer wieder überrascht, aber grundsätzlich gilt, ein Pferd, das unkompliziert ist, betreffend dem Geläuf, also bodenunabhängig ist und von sich aus sehr viel gibt, also ein gängiges Pferd. Die Temperaturen spielen dabei keine Rolle? Nicht grundsätzlich. Und die Höhe auf 1800 Meter über Meer, sind die Pferde eher frisch, wie mir scheint? Ja, sicher. Und da gibt es auch verschiedene Theorien. Es gibt Trainer, die dort sehr früh hochfahren, dass sich die Pferde akklimatisieren. Es gehen Trainer, wie ich zum Beispiel, die ganz knapp vor dem Rennen hochfahren. Rennen gewinnen alle. Was der richtige Weg ist, sei dahingestellt. 111.111 Schweizer Franken gibt es zu gewinnen beim großen Preis von St. Moritz. Ist Andreas Scherrer mit dabei? Ja, wir werden zwei Kandidaten sind vorgesehen für das. Und wenn die Vorbereitungen stimmen, werden zwei Pferde für mich laufen. Ja. Wir gehen zurück zur Vorbereitung. Was sehen wir heute von Vicon Dalco? Was macht er heute auf der Bahn? Also wir sind immer noch im Aufbau, das muss ich stark betonen. Die besseren Galopps kommen dann erst später. Er wird heute einen mittleren Kenter über die Distanz absolvieren. Da freuen wir uns, ihn dabei begleiten zu dürfen. Und wir reden noch von einem ganz anderen Thema, ganz kurz, über die Weltexklusivität, das Ski Curing. Ist auch hier Andreas Scherrer dabei? Ja, ich denke schon, ja. Haben wir denn, oder hast du besser gesagt, einen Kandidaten? Können wir das mal testen, ob da einer passt? Selbstverständlich. Das ist ein Pferd, das noch nie daran teilgenommen hat. Also es geht heute darum, dem Pferd das Material bekannt zu machen, vor allem das Geschirr, das er dann den Fahrer ziehen wird. Und da werden wir sehen, wie das Pferd reagiert. Genau, wir werden sehen, ob er denn will. Können, tun sie es. Ob sie es auch wollen, werden wir sehen. Ein letztes Wort, Andreas Scherrer. Faszination White Turf, was heißt das für dich? Es ist eine Weltexklusivität, das ist ganz klar. Es findet im Schnee statt, das gibt es sonst nirgends. Und vor allem, wenn man da im Unterland im Winter arbeitet, also es sind die Tage auch kalt, aber sehr grau. Und meistens, wenn man da hochfährt und einem die Sonne ins Gesicht scheint, ist das sehr toll, vor allem auch für den Rennpferdebesitzer. Du warst ja lange Jahre selber erfolgreicher Jockey in der Schweiz. Kommen die Reiter auch gerne nach St. Moritz? Ja, sehr gerne. Es ist immer ein Run und
das macht Spaß, natürlich mit so motivierten Reitern dann zu arbeiten. Wir fragen Sie mal. Du hast welche hier, gell? Jawohl. Gut, gehen wir mal rüber und fragen. Kommen die Reiter auch gerne nach St. Moritz? Das fragen wir Karin Zwalen. Karin, kommst du gerne im Februar nach St. Moritz? Ja, sicher. Das ist halt ganz etwas Spezielles dort oben. Und halt mit dem schönen Wetter und all diesen Leuten. Und ja, also nicht nur wegen dem Reiten? Nein, nicht nur wegen dem Reiten, sondern halt die ganze Ambiance mit all den Leuten, den Pferden aus allen oder aus vielen Nationen. Was macht denn der Unterschied aus, jetzt erfolgreiche Reiterin auf Gras und unter Umständen auch auf Sand, aber was macht es denn aus, auf Schnee zu reiten? Ja, auf Schnee ist ganz anders zu reiten, also es ist halt schon konditionell viel strenger und je nachdem wie die Piste ist, gibt es auch einmal ein paar blaue Flecken, aber die sieht man meistens erst am nächsten Tag. Ihr seid ja bekanntlich nicht wirklich dick angezogen als Reiterinnen und Reiter. Kein Problem bei diesen Temperaturen? Nein, eben, wir haben ja überall, ist es im Winter kalt und für die paar Minuten oder Sekunden, je nachdem, überlebt man das eigentlich wie locker, ja. Paar Sekunden, ja, das ist gut. Apropos Sekunden, du hast vorhin von der Sonne gesprochen, bist aber eine ausgesprochene Spezialistin für den Night Turf. Und Sekunden dauert das in diesem Jahr nicht mehr. Ist dir das bekannt, dass es in diesem Jahr ganz herumgeht? Ja, davon habe ich gehört und bin ich gespannt drauf, weil es ist auch noch speziell oder mit der ganzen Beleuchtung. Aber ist sicher besser, vor allem um dann die Pferde wieder runterzubremsen, oder? Weil die sind natürlich nach 800 Meter sind die noch nicht müde, dann kommen die erst in Fahrt. So, wir haben von Vicon Dalco gesprochen. Er ist der Titelverteidiger in der Hürdentrophy aus dem Jahr 2015. Und Vicon Dalco wird geritten vom Hindernis-Champion 2015 in der Schweiz, von Aurélien Rousse. Aurélien, was bedeutet es für einen Reiter, auf Schnee zu reiten in St. Moritz? Es ist die erste Mal, dass ich die Neige entdecke. Ich appréhende und ich bin à la fois excité. Car étant installé en Suisse maintenant depuis 4 ans, ça va être une première pour moi et j'attends ce moment avec impatience. Also er sagt, seit 4 Jahren ist er in der Schweiz und es ist eine Premiere für ihn, auf Schnee zu reiten, und er kann es kaum erwarten, dann dort oben mit Vicon seinen großen Auftritt zu haben. Aurélien, du kennst Vicon aus den Rennen auf Gras. Was hältst du von deinem Partner dann im Februar auf Schnee? Le cheval est très bien, comme vous me l'avez dit, il est invaincu sur la neige, en gagnant 2 reprises. Il a toutes les conditions, il a toute cette générosité qu'il a en lui pour répéter le White Tour 2016. Et en espérant être associé à un cheval de cette qualité, je le souhaite. Also Aurélien sagte, dass er sich freut auf diesen tollen Ritt. Er ist fasziniert von diesem Pferd, er ist begeistert. Er sagt, er macht alles, er geht gut auf Gras, er geht auch gut auf Schnee. Und dass es eine Ehre ist, ein solches Pferd dann in St. Moritz reiten zu dürfen. Hey, Sisu. Ja, auch ihm geht es ausgezeichnet hier wieder. Also, wir haben viele gute Argumente gehört, nach St. Moritz zu reisen, zum White Turf. An alle die das noch nicht in der Agenda haben, schaut euch dieses Video an und tragt es in die Agenda ein. Februar 2016, White Turf in St. Moritz. Ciao zusammen.